Wir sind ein eingeschweißtes Team, das hat uns die ganze Saison ausgezeichnet. Und gerade in diesem letzten Spiel wussten wir, worum es geht, was wir noch brauchen. Und das waren die Tore. Und da haben wir einfach alle noch mal alles rausgeholt. Und dass es dann so geklappt hat, freut uns alle umso mehr. So kurz nach dem Spiel ist das echt schwer zu sagen, sofort, woran es hundertprozentig gelegen hat. Wir haben einfach nicht geschafft, heute, glaube ich, jeder Einzelne seine volle Leistung abzurufen. Einfach ruhig Fußball zu spielen und das zu zeigen, was wir wirklich können. Und wer das Spiel gesehen hat, der weiß, wo der Knackpunkt liegt in diesem Spiel, in welcher Szene und wo wir dann eben halt raus waren. Ja, ich glaube, dass wir heute... Ich glaube, dass das daran lag, dass wir einfach den größeren Willen heute hatten, dass wir einfach dieses Spiel gewinnen wollten. Das war unsere letzte Chance. Wir haben so viel liegen gelassen in der Saison und wir haben ganz einfach gesagt, wir ziehen das durch. Und dennoch in Unterzahl, sensationell, hätte ich wirklich zu dem Zeitpunkt nicht mehr erwartet. Aber ich muss sagen, die Mannschaft ist wiedergekommen, wir haben sie in der Halbzeit gut eingestellt. Und ich glaube, dieser Wille, das war der Schlüssel zu unserem Erfolg. Klar, also wir gehen jedes Spiel an, das wir gewinnen wollen und wollten auch hier in Kummerfeld natürlich einen Sieg einholen. Wir haben schon gewusst, dass uns ein Punkt lang würde, hier natürlich, um jetzt am Ende zu feiern, aber auf den Punkt spielt man nicht. Wir wollten hier ganz klar gewinnen. Bis zum letzten Spiel in Hedlingen war der Glaube fast weg. Dann haben wir mitbekommen, dass wir noch die Chance haben. Und dann haben wir einfach gesagt, die müssen wir nutzen. Und da war der Glaube auch wieder da, dass wir es wirklich schaffen. Wir wollen auf jeden Fall oben wieder mitspielen. Wir werden, diese Saison war unser Ziel, so lange wie möglich oben mitzuspielen. Wir haben eine geile Saison gespielt, sage ich auch jetzt. Die Saison war geil. Die letzten beiden Punktspiele waren natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. Wir müssen Hemding Bilse noch einen riesigen Dank sagen, dass sie vorher die Woche gewonnen haben. Ich muss auch ehrlich zugeben, wir haben sie ein bisschen bestochen. Und das lief ganz gut mit Getränken, was ja auch gang und gäbe ist. Und deswegen war das unsere letzte Chance, die wir hatten. Und die haben wir einfach genutzt vor dem Publikum. Die haben uns nach vorne gepowert. Das ist einfach toll, hier in Kummerfeld Fußball zu spielen.